So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paper Mario. Ich denke, dass ich die dann hinten dran direkt füge oder es mehr Folgen gibt dafür im Austausch, dass ihr diesen Kampf direkt sehen könnt oder irgendwie so. Mal gucken. Aber der Kampf müsste jetzt gleich vorbei sein. Dam, 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 dam. Ich mache ja kaum Damage. Kein Problem, kein Problem. Das war's? Das ist alles? Hast du mir noch was zu sagen? Das ist alles? 4 Damage in dem ganzen Kampf? Du willst ein Boss sein? Dass du dich nicht schämst? Ist auch alles, oder? Pff, Lappen. Lappen! Du bist ein Lappen! Oh, toll. Ihr seid Pixelkrieger. Zweite Form? Jetzt richtig? Oder immer noch so Bimbo-lastig? Mit Bimbo ist jetzt eigentlich... Oh, das ist neu. Mit Bimbo ist jetzt eigentlich nicht eine maximal pigmentierte, möglicherweise afrikanisch-stämmige Durchschnittsbürger, sondern einfach nur Spaß gemeint. Neudeutsch. Keinerlei Rassismus oder ethisches Fehlverhalten meinerseits. Hoffe ich zumindest. Colorado. Ja, Colorado. Ja, wow. Du bist es. Tut mir leid, Alter. Guck mal, Moment, Galinitz, du, wie du mir sagst. Ja, du bist es. Okay, das wird schwieriger. Das wird eindeutig schwieriger. Hä? Er ist elektronisch. Wie soll er sich verbrennen? Wie soll das funktionieren? Logik. Aber auch kein Problem. Was kann mich verstärken? Da ist endlich der Boss-Damage. Hab schon gefragt, wann der kommt. Naja, immerhin ein Bonus. Ist ja okay. Wow, ihr seid die Helden. Ganz toll. Bekommt trotzdem noch mein Erdbeben um die Ohren. Jetzt tut's richtig schön weh. So. Noch mein Erdbeben. Das müsste eigentlich funktionieren. Was für ein Bosskampf. 2 Videos lang. Wer könnte hier funktionieren? Bombette würde funktionieren. Paracarry würde funktionieren. Du, weiß ich nicht. Ich benutze Bombette. Wir benutzen einmal Erfrischer, weil uns das dann nochmal 5 Blumenpunkte gibt. Hauptsächlich deswegen. Und wir nochmal Blumenpunkt bekommen. Sehr schön. Hä, wieso kann sie keine... Aber Paracarry geht, ja? Lächerlich. Ganz toll. Bitteschön. Der Gegner ist härter. Das ist endlich mal ein Gegner. Das ist ein Bosskampf. Hier 6 Damage, mein Freund. Du bist gleich am Boden.
Der Gegner ist jetzt nicht die Gefahr, weil ich ihn immer schön klein halte. Aber wenn man ihn machen lassen würde, würde er, glaube ich, ordentlich Damage machen jetzt. Weil er allein macht ja schon 6. Sie werden vermutlich beide 3 Damage oder sowas machen. Das könnte schon ziemlich wehtun. Power Carry beendet. Du bist auch einer der nächsten, die aufgerüstet werden mit Bombette. Dankeschön. Kein Problem, der Typ. Ich habe ja meinen Postmann. Wer hat mal Postman gesehen? Dam dam. Jetzt sollten wir aber raus, glaube ich. Ja, du hast wieder irgendwas zu sagen. Nun so viel dazu. Jetzt zieht nie mehr dazwischen und zu dem Schatz nicht. Lass uns gehen. Okay. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Wieder ein amerikanischer Stern. Wer ist es diesmal? Oh, attraktiver Stern. Hallo. Sie bekommt eine attraktive, etwas tiefere Frauenstimme. Und dieses, du weißt Bescheid, Stimme. Aber amerikanisch. Moment. Endlich von der verkackten Insel runter! Oh. Tief im brodelnden Bauch des Lava-Lava-Werks pflückte Mario eine sehr eigenartige Pflanze und rettete Mister vor einem feurigen Ende. Doch der Schatz, den Colorado suchte, muss erst noch gefunden werden. Wo könnte er wohl sein? Was ist das? Etwas Seltsames geht hier vor. Oh. Yeah! Mario, hier entlang, wir müssen uns beeilen. Kein Problem. Ich habe Paracarry dabei. Den anderen Weg werden wir nie rausfinden. Schade. Verbrenne. Schatz, nein, es ist so ein Art Seestern? Pff, kriegst du eine Backpfeife. Das reicht nicht. Das Abenteuer ist so lange nicht vorbei, bis der Schatz gefunden wurde. Ding. Aber ja, natürlich. Munich hat diese schreckliche Feuerkreatur irgendwo versteckt. Ja, so muss es sein. Ich laufe rasch zurück und überprüfe das mal. Was hat dieses Beben zu bedeuten? Wahrscheinlich gar nichts. Sicher ein paar Kinder mit Krachern. Jetzt zum Schatz. Ladies. Nein, warte. Ja, heiß. Der Typ ist so dumm. Er ist doch Lava. Kommt er, wir müssen fliehen. Nein, der Schatz ist hier. Ich weiß es. Ja, Gollum. Wir können mit jemandem ausbrechen. Es ist viel zu gefährlich, den Weg, den du gekommen bist, wieder zurückzugehen, obwohl da noch ein Weg war, wo wir noch nicht waren. Wir müssen einen anderen Weg finden. Bedauerlich. Machst du auf oder muss Bombette ran? Ich spüre einen leichten Luftzug aus diesem Spalt in der Höhle. Dahinter konnte eine Hölle sein. Mario, kannst du die Wand sprengen? Ich nicht, aber ich weiß genau die Person, die es kam. Bombette! Mario, schnell! Die Lava steigt! Okay. Wir wollen hoch. Ja. Oh, Gollum! Der Schatz ist greifbar nah, so nah, ich kann ihn nicht widerstehen. Mein Stern, ich werde mein Leben für diesen Schatz aufs Spiel setzen. Grund mehr dahin zu gehen. Außerdem ist ja jetzt der Samen da immer noch. Das heißt, wir müssen da mal bald hin. Speichern und Ende. Weiter. Oh nein, ich schreibe mich an die Schlampe. Bitte, quäl mich doch nicht, Spiel. Dam, dam, da, 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 da. Hey Twig, wollen wir uns noch mal einen Finger rausschleichen? Was wollen wir sagen? Prinzessin Peach, bist du so wagemütig geworden? Und ich dachte, du wärst so sanftmütig und zerbrechlich. Oh, ich bin zerbrechlich. Tief in meinem Innern bin ich ein Hausmädchen.
benehme mich wie, keine Ahnung, ich muss mein Fenster schließen. Ich bin gerne Zerbrecher. Was? Okay, okay. Ich glaube dir, Prinzessin, du bist eine Peach. Oder so, oder andersrum. Aber egal, lass es uns tun. Ich hab den Text gerade nicht gelesen. Worum geht's gerade? Lass es uns tun. Stern-Mensch-Kombination. Aufeinander. Korrektur. Ich werde jetzt mal nichts dazu sagen. Okay. Wie viele Sterne haben wir jetzt eigentlich? Wie viele fehlen noch? Wir haben 5, oder? Dann fehlen noch 2. Bowsers Spasti-Heft ist nicht mehr da. Gehen wir mal hoch. Ist die Wache noch da? Ja, die Wache ist noch da. Vielleicht ist jetzt im Vorraum irgendwas. Peach, renn. Gute Peach. Gehen wir nochmal in die Küche. Vielleicht ist da was. Ich hasse ja diese Peach Parts ein bisschen, ne? Lass uns was backen! Oh ja! Okay, hier ist nichts mehr. Vielleicht irgendein Buch oder so? Ja, okay. Anscheinend nichts. Wir schleichen uns da mal schnell an der Kante vorbei. Oh! Want to feel my anger? Ihr könnt euch dem nicht stellen. Ihr seid nicht manns genug, euch meiner Wut zu stellen. Dam 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 dam. Dieses Spiel verblödet ein bisschen. Nevertheless. Werde ich jetzt mal die anderen Räume durchsuchen und gucken, ob da vielleicht was ist. Lass mich raten, da haben wir keinen Schlüssel für. Prinzessin Peach, wie ist sie nur rausgekommen? König Bowser dreht am... Königin Bowser... König Bowser dreht am Rad, wenn wir sie nicht gleich auf ihr Zimmer zurückbringen. Eine Sekunde. Krieg ich wieder ein, ja? Kein großer Pan. Sie kann ohne nicht aus dem Schloss entkommen. Und wenn sie schon mal da ist, könnten wir sie ja ficken. Fragen, ob sie an unserem kleinen Spielchen teilnehmen will. Sie wäre ideal. Wir brauchen nur einen dritten Teilnehmer. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja, dann mal los. Prinzessin Peach, habt ihr mitgehört? Hier entlang, bitte. Wir werden König Bowser nichts von eurer Flucht verraten, wenn er uns am Spiel teilnimmt. So. Wir haben hier drüben schon mal alles vorbereitet. Gummipuppe. Dildos eingebuttert. Oh nein, Prinzessin Peach. Was mit Peach gemacht wird und wie sie geraped wird, seht ihr in der nächsten Folge, liebe Kinder. Das war Löwenzahn mit Lenio. Na, ich verarsche euch nur. Das war Paper Mario und Lenio und ich bin over and out.